Wir sind hier in der Ostschweizer Bildungsausstellung in St. Gallen am Stand der Milchtechnologen. An unserem Stand haben wir das Motto «Mix dir dein Power-Milchshake». Es sind etwa 12 verschiedene Zutaten, wo Sie Ihre Ideen frei laufen lassen und Ihren eigenen Power-Milchshake mixen. Das Interesse ist sehr gross. Wir haben den Stand immer schön voll. Die Jugendlichen wollen etwas erleben und wir haben das ideale Produkt dafür. Im Tag werden zwischen 200 und 300 Power-Milchshakes kreiert. Die Ideen sind sehr vielfältig. Ich habe einen Power-Milchshake gemacht. Also erstmal halt Milch und dann habe ich Schokosauce, Zimt und Honig rein getan. Ich finde das eine sehr gute Aktion, also eine gute Idee, weil dann kommt man ein bisschen den Eindruck von dem Beruf über. Die Jugendlichen sind sehr überrascht, dass wir etwas selber mit den Händen machen können. Sie sind sehr begeistert, um selber Milchshake herzustellen. Und sie informieren sich sehr gerne über den Beruf und möchten viel über das Berufsleben auch wissen. Also wir sind hier angekommen und haben gesehen, dass man hier was mit Milch machen kann. Und dann haben wir uns gefragt, ja, was ist das? Wir haben ein bisschen gefragt, was das für ein Beruf ist. Und dann haben wir einfach mal ein bisschen ausprobiert und ja, jetzt mal schauen, wie er ist. Ich habe einfach ein bisschen Karamell rein da als erstes, weil ich das einfach mag. Und dann habe ich noch Schoki und Erdbeersauce rein getan. Und dann noch blaue Farbe. Aber es sieht nicht nach blau aus. Aber mal schauen. Die Jugendlichen können eigentlich selber wählen, was sie machen. In der Regel haben sie sehr gerne Erdbeer oder Schoki. Und das tun sie sehr gerne mit sehr viel Lebensmittelfarbe überfärben, dass es auch sehr einen seltsamen Farbton gibt. Der beliebteste Farbton ist hellgrün. Viele sagen dann, es sieht giftig aus, aber ich sage immer, jetzt sieht es gesund aus. Die drei besten Power-Milchshakes werden im Rahmen der Tage der offenen Käsekeller am Erlebnistag der Milchtechnologen am 10. November testen.